This is the end, my only friend. Herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Dilo und Adventskalender Battle von Last Geek Tonight. Last Geek Tonight, nur echt, mit ohne Plan. Und ja, wir sind fast durch und ich bin abgedreht, durchgedreht. Ich bin so durch, ich habe zu viel Zucker und zu wenig Schlaf. Okay. Jetzt geht's. Jetzt habe ich Kopfweh vom Kopfschütteln. Toll. Hallo, herzlich willkommen. Es ist Heiligabend, es ist der 24. Und wir haben es geschafft. Fast. Wir haben noch ein Türchen im Get Digital Adventskalender und im Loot-Chest Adventskalender. Und wir haben noch ein mysteriöses Objekt, das ihr gewinnen könnt. Und damit fangen wir direkt einmal an. Was ihr dafür tun müsst, dass ihr das gewinnt, schreibt in die Kommentare, ob ihr jemals schon mal was bei Last Geek Tonight gewonnen habt, in den verschiedenen Formaten, in der Geekliothek oder beim Murmeln oder. Und wenn ja, was? Das würde mich sehr interessieren. Anna, du darfst auch gerne mitmachen. Die hat ja am Anfang alles abgeräumt. Gut, und genau, das mysteriöse Objekt ist das. Und es ist ein Auto. Nein, es ist kein Auto. Es sind tatsächlich, es bewegt sich. Oh, es sind mehrere Teile, das kann man schon mal sagen. Und in dem Fall sage ich auch mal das Genre. Es ist Star Wars. Das heißt, wenn ihr jetzt überhaupt nichts mit Star Wars anfangen könnt, dann macht bitte trotzdem mit, aber dann schreibt dazu, mit Star Wars kann ich nicht anfangen. Dann geht das woanders hin. Oder schickt es danach dem Carsten von der German Base Yavin und der kann es dann gut benutzen für die Tombolas, die die machen. Oder. Also Star Wars hier in die Kommentare. Habt ihr schon mal was gewonnen bei Last Geek Tonight? Wenn ja, was? Wenn nein, was nicht? Ergibt keinen Sinn. So, das ist das mysteriöse Objekt. Und ich tue es mal. Sekunde. Zur Seite, weil wir brauchen etwas Platz. Puh, so. Bevor ich die jetzt aufmache, nochmal zu den Gewinnen. Wir werden, wann genau, wissen wir noch nicht. Geplant ist jetzt, wo ihr das seht, wo ich es aufnehme, dass wir zwischen den Jahren, dass der Christian hier aus dem Studio streamt und ich von der TrevaCon live zugeschaltet bin und wir dann, beziehungsweise Christian hier vor Ort, die 24 mysteriösen Objekte auspackt und wir mit dem Random Comment Picker aus jedem Video einen Kommentar rausziehen, der dann gewinnt. Das ist bis jetzt der, also heute Stand ist der 19. Es kann sein, dass sich das eventuell noch ins neue Jahr verschiebt. Wir hoffen es nicht. Aber wenn, dann relativ am Anfang. Genau. Jo. Gut. Ein letztes Mal. Dieses Keyboard, ne? It's haunting me. Ein letztes Mal Loot Chest. Ein letztes Mal Get Digital. Und die 24, ich hab's schon so gedreht, dass da ist. Es hat mir... Ach komm, die Verabschiedung mache ich dann am Schluss. Wir machen es auf. Ich bin sehr gespannt. Die 24 ist ja eigentlich immer, da erwartet man ja nicht nur was Großes, was irgendwie Quatsch ist. Es gibt ja auch kleine Sachen, die super mega geil sind. Aber irgendwie erwartet man doch was Großes und dann muss es auch noch cool sein. Groß ist es tatsächlich. Es ist hier, es ist eine Doppelflügeltür. Übrigens, kennt ihr das Wort Doppelhaushälfte? Doppelt, das kürzt sich doch weg. Für mich ist das einfach ein Haus. Das wäre ja hier Doppelflügeltürhälfte. Das ist für mich eine Tür. Egal. Heute übrigens habe ich gemerkt, ich spanne euch ein bisschen auf die Folter. Was lustig ist, beim Autofahren habe ich mir jetzt komischerweise angewöhnt. Es gibt auch diese Schilder, Sie fahren so und so viele Stundenkilometer. Und da habe ich mir angewöhnt zu versuchen, dass da die 42 steht. Das klappt auch ganz gut. Blöd ist, wenn es ein verkehrsberuhigter Bereich ist, dann ist ein bisschen nicht so gut. Nee, es war auf einer 50er Straße und dann 42 und das kleine Nerdherz hört's. Ich würde sagen, das kleine Nerdherz hüpft. Nein, das kleine Nerdherz hüpft. Wenn ich sowas sehe, das ist schon cool. Ja, es ist. Ach, ich bin irgendwie froh, dass es gleich vorbei ist, das Ganze. Und ich nicht fast jeden Tag irgendwie so einen Mist aufnehme. Außer ihr wollt. Ich habe mir
Ich mache jetzt auf. Nein, ich mache noch nicht. Wir könnten ja ein Video dranhängen, dann irgendwann, und wo ihr euren Favoriten wählt von allen 48 Sachen, die wir ausgepackt haben. Weil ich überlege gerade, was mir fällt spontan noch nichts ein, was ich wirklich super favorisiere, aber ich kann mich auch an 22 der Sachen nicht mehr erinnern. Na gut, jetzt aber endlich die 24. Ich mache zuerst die rechte Seite auf, damit ihr es seht. Ist es gut? Ich kann es noch nicht erkennen. Okay. Das ist, glaube ich, witzig. Ich habe mich erzählt, was ich gerade... Ach, es ist Harry Potter, beziehungsweise Harry Potter Universum Franchise, und zwar Fantastic Beasts, und es ist zu groß für diese Tür. Ich habe ja gesagt, das ist die letzte Tür, komm, man soll's. Was ist denn da in der Mitte? Ich muss das nachher mal sezieren, den Würfel. Und auch, dass ich nichts drin vergessen habe. Das ist ja lustig. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Niffler Challenge. Ich habe gerade mit einem Auge Nippel Challenge gelesen. Aber es ist Niffler Challenge. Nifflers are long-snouted, mischievous creatures native to Britain with a penchant for anything shiny. Load up the Niffler with valuables to make him spill his loot. Place your coins. Using your wand, load the Niffler up with valuables to make him spill. Spill and collect. Spill the most pieces from the Niffler to your tray and you win. Es ist, collect valuables from the Niffler. Okay, man nimmt irgendwie, also da liegen Münzen auf dem Teller vom Niffler und mit einem Zauberstab, vielleicht das magnetisch oder so, legt man die da hin, oder nee, das ist so eine Art Löffel, und muss sie da runternehmen, und wenn es umkippt, dann ist hat man gewonnen oder verloren, eins von beidem. Ich würde jetzt sagen, also erstmal sieht's cool aus und Niffler sind so süß. Eigentlich würde ich sagen, so das ist ja jetzt aber was für Kinder. Es ist ein Kinderspiel, ab wie vielen Jahren ist es freigegeben? Ab Schwangerschaftswoche 3? Nein, steht nicht drauf. Es ist ein Kinderspiel, sind wir mal ehrlich. Aber wir haben auch auf zum Beispiel jetzt Drevacon, die jetzt ansteht, und sonst haben wir auch einen mega Spaß mit Spielen wie Looping Chewy. Oder viele kennen es als Looping Louie, und dann Looping Chewy gibt es auch. Wo habe ich das? Hier oder zu Hause? Ich glaube zu Hause. Da kann man ja auch Trinkspiele draus machen. Und deshalb finde ich es doch ziemlich witzig. Hätte ich jetzt nie mitgerechnet. Nie und nimmer nicht. Nein. Niffler Challenge. Finde ich witzig. Bin ich nicht unzufrieden. Nein. Vor allem ist es überraschend und darum geht es doch auch. Weil natürlich hätten die jetzt irgendwie einen tollen Funko. Aber nee, da hätte ich gesagt, aber das ist doch witzig. Cool. Loot-Chest. Da ist es. So, und jetzt? Und jetzt bin ich... Also das hier ist schon mal Get Digital. Ist auch das größte tatsächlich. Nachdem wir gestern das kleinste hatten, ist heute das größte Paket drin. Es steht drauf, der Aufkleber in der Mitte. Seht ihr? Da steht 24... Und dann steht drunter Cinap Tnod. Das ist klingonisch für 24. Nein, ist es natürlich nicht. Wenn man es rückwärts liest, steht da Don't Panic. Und wenn man die 24 rückwärts liest, hat man die 42. Sehr gut. Schön. Und ich habe es in die Hand genommen, natürlich schüttelt man. Und mit Glück ist es ein Spiel. Ich fürchte, es fühlt sich wirklich, es hört sich so an und fühlt sich sehr kleinteilig an. Ich fürchte, es ist ein Puzzle. Lass doch bitte nicht am 24. ein Puzzle da drin sein. Ich fürchte, es ist eins. Aber wenn, bitte, bitte, wenn es dich da oben gibt, Superman, dann lass es kein Puzzle sein. Und wenn es ein Puzzle ist, irgendeins mit Kniff. Irgendwie so ein Krimi-Puzzle gibt es ja auch, diese Exit-Puzzles und sowas. Irgendwas, aber kein normales Puzzle. Bitte. Ich mache auf. Und ihr seht meinen Gesichtsausdruck. Es ist ein Puzzle.
Ich weiß nicht, ob ich gerade das... Aber das Motiv ist, es ist ein 1000-Teile-Puzzle. Das Motiv stimmt mich etwas gnädig. Und zwar ist es die Karte von Mittelerde. Und 50 mal 70 cm groß, 1000 Teile ab 14 Jahren. Ich habe gestern, nicht gestern, bei einem der letzten Videos gesagt, Herr der Ringe geht immer. In dem Fall bin ich nicht ganz traurig. Ich finde, also am 24. hätte ich nicht mit dem Puzzle gerechnet. Puzzle ist so, viele mögen halt keine Puzzles. Das hier ist natürlich, ist schon cool. Es ist Herr der Ringe. Da hat es also gerade so noch gerettet, das Ganze. Ich werde es aber, weiß ich nicht, ob ich das bauen kann. Warte, 40 mal 70. 50 mal 70 müsste ich gucken, ob das auf den Tisch da passt. 1000 Teile, da brauche ich ja bis nächstes Jahr. Wobei, nächstes Jahr ist ja nicht mehr so lang. Also bis übernächstes Jahr. Jetzt seid ihr in der Reihe. Was findet ihr am 24., am letzten großen Türchen cooler? Das Fantastic Beasts Nipple Challenge, was ich erst gelesen habe, Niffler Challenge, das Kinderspiel oder das große Puzzle 1000 Teile, die Karte von Mittelerde. Schreibt es in die Kommentare und zusätzlich schreibt in die Kommentare, um das mysteriöse Objekt oder die Objekte heute zu gewinnen, ob ihr schon mal was gewonnen habt und wenn ja, was. So, liebe Leute, es bleibt mir jetzt am Ende des letzten Videos nicht mehr viel zu sagen, außer Dankeschön. Ich werde jetzt gerade wehmütig, oh Gott, oh Gott. 24 Tage lang habe ich euch begleitet, so ein bisschen jeden Tag, ein bisschen mit meinem dummen Rumgequatsche. Wir haben coolen Stuff ausgepackt. Es hat tatsächlich, es war auch anstrengend neben der Tour, aber es hat auch super Spaß gemacht. Ich habe mich immer schon drauf gefreut, weil ich weiß, ah, jetzt in dem Hotel habe ich eine Stunde, da kann ich wieder drei Videos aufnehmen. Und es hat mich tatsächlich ein bisschen von dem ganzen Tourstress abgelenkt. Das heißt, es war sogar richtig gut. Und so habe ich auch jetzt für immer und ewig bei YouTube hinterlegt so einen kleinen Reisebericht, so einen Tourbericht, den ich mir mal angucken kann, irgendwie in ein paar Jahren, wo ich dann mich zurückerinnere und denke, ach ja, Jena, ach ja, Fulda, ach Paderborn, Bielefeld und. Nee, vielen Dank, dass ihr fleißig kommentiert habt. Ihr habt uns sehr, sehr tolle Antworten gegeben und gute Ideen. Mal gucken, was wir davon umsetzen können, ob wir was umsetzen können. Manches waren ja auch nur Quatschfragen, aber Das hilft uns sehr, das macht Spaß und ich hoffe, wir sehen euch alle dann beim Livestream. Wird natürlich angekündigt auch, vielleicht mache ich da noch einen YouTube-Short, weil es gibt ja tatsächlich hier YouTube-Zuschauer, die uns auf Twitch gar nicht kennen. Dann mache ich, glaube ich, noch so einen YouTube-Short mit der konkreten Ankündigung, wann wir die große Mega-Verlosung, da freue ich mich auch drauf, wann wir die machen. Ich freue mich besonders drauf, was ihr zu den Sachen sagt, die ich eingepackt habe. Weil das sind alles, fast alles, ein paar Kleinigkeiten habe ich dazu gekauft, aber fast alles Sachen, die hier im Studio rumlagen, klingt jetzt ein bisschen, aber die wir in unserem Bestand hatten. Wir haben, ich sehe gerade, Christian hat wieder super aufgeräumt, also das klingt jetzt ironisch, nein, er hat wirklich top aufgeräumt und hat hinten, wir haben 2,5 so große, geh weg, du Pussy, so groß war der Fisch, den ich gefangen habe, so große transparente Plastikkisten. 2,5 randvoll mit Loot-Zeug. Also Nerd-Kram-Zeug, was wir eben verlosen, vermummeln, vielleicht auf dem Flohmarkt verkaufen und. Wollte ich damit sagen? Ja, da ist nämlich der ganze Kalender raus. So, und unser Kalender hat einen Wert von, ich glaube, 230 Euro, wenn man... also der Neuwert von unserem Kalender ist sogar noch höher. Ich habe immer geguckt, den günstigsten eBay-Preis, den ich finden konnte. Und da sind wir bei über 230 Euro. Also... es lohnt sich schon mitzumachen. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr wieder machen. Das würde mich freuen. Und sagt da auch mal, muss jetzt nicht hier in die Kommentare, aber sagt mal im Discord oder auch gerne in die Kommentare, ob euch das alles gefallen hat und
ob ich öfter auch ohne Sachen auszupacken vielleicht mal einen Tourbericht mache. Mein blödes Rumgelaber. Manchmal musste ich selbst lachen. Es war manchmal auch lustig. Gut. Habe ich noch irgendwas? Ich möchte nichts vergessen. Der Kalender. Die Auslosung habe ich erwähnt. Ich habe mich bei euch bedankt. Auch dann nochmal an Christian. Herzliches Dankeschön. Der hat nämlich immer im Nachhinein die Videos, hat die Thumbnails produziert und die Videos immer unten mit, also die Beschreibung und das Ganze, den ganzen Text ergänzt. Weil das kann ich auf dem Handy nur blöd. Ich kann es rudimentär schneiden, konnte ich das auf dem Handy. Habe es dann bei YouTube hochgeladen, das ging dann auch noch. Und Christian hat dann den Rest gemacht. Also vielen Dank, Christian, an der Stelle. Und ja, Mensch, ich will nicht, dass es aufhört. Ich will mehr auspacken. Ich bin echt ein bisschen traurig. Aber es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. In diesem Sinne, das ist auch jetzt das längste Video geworden. Sehr schön. Ich werde dich vermissen.